Willkommen zurück zu einer neuen Folge Darksiders 2. Wir sind in Folge 83 im Pausenbildschirm. Das hat den Grund, dass vor uns gerade hinterm Pausenbildschirm oder hinterm Pausemenü der Tormentor Nummer 1 in der Stadt der Toten steht. Und der wird jetzt von uns ein bisschen auseinandergeschnibbelt, klein gemacht. Der ist nämlich ein bisschen dick und groß und das ein bisschen unproportional. Also das... Ah, da müssen wir mal kurz mit unseren Sensen ran. Da müssen wir eine kleine Schönheits-OP vornehmen. Und los. Aua, okay, er fängt an mit der Schönheits-OP. Ach, komm her. Hügerde! Ah ja, geil, ich hab abgewehrt. Und raufgeschnetzelt. Nein, ich habe nicht getroffen. Aua, Mann. Die Attacke hast du letztes Mal nicht gemacht. Ah, Mist, da sind wir zu langsam für zwei Attacken hintereinander. Ja, definitiv zu langsam. Aua, du fettes Stück. Hör auf, jetzt mich anzugreifen. Mann. Alter, was für eine geile Kombi war das denn? Die Attacke kannte ich noch nicht so. Aua. Was ist denn jetzt los? Ist er tot? Bist du schon down? Aua, da kommt ja schon der nächste. Hi. Oh, und ich habe gedacht eigentlich, dass ihr jetzt zu zweit kommt, meine Freunde. Oh, wenn ihr nur alleine kommt. Ich glaube, den haben wir auch erledigt. Ah ne, der ist noch da. Aber der zweite kommt doch trotzdem schon. So, machen wir den mal schnell platt hier. Okay, den haben wir. Alter, hör auf, mein Dickerchen. Bin ja gleich bei dir. Ich muss mal kurz den Talisman einsammeln. So, jetzt habe ich Zeit für dich. Alter, der ist aber aggressiv, doch. Komm mal her, mein Freund, ey. Erstmal anzünden. Nein, 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 nicht. Oh, du bist so ein bisschen eklig, ey. Verdammt, ey. Ich hatte mich ihn nicht stunnen lassen. Okay. Was machst du denn jetzt? So. Aua, du fettes Klößchen, du. Ist er down? Er ist down. Verwüster Eisenschuhe. Ganz schön stark, Alter. Müssen wir bald mal durchgehen. Da hinten liegt noch ein Talisman und Kohlen. Ich kann nicht. Wie, du kannst nicht? Verteidigung 90, Alter. Geil. Was haben wir denn gerade für einen Talisman equipped? Das ist aber der mit heftigen kritischen Trefferchance, ey. Aber da haben wir auch schon einen stärkeren. Dann nehmen wir doch den hier. Und können wir noch ein paar snaggen? Haben wir noch irgendwas Besessenes, was wir noch leveln können? Ja, ne? So, du musst ein paar Talismänner snacken. Hier einfach so. Ach, was soll das? Weg. 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 Und weg.
So, kriegst du Verteidigung 4 oder Frostschaden 1? Verteidigung 4 ist bestimmt besser, ne? Weiß ich nicht. So, dann können wir den auch mitnehmen. So. Was haben wir denn jetzt gekriegt? Also einmal zwei Treasure Chests. Heiltränke brauchen wir maximal einen. Würden wir aber nehmen. Hehehehe. So. Und Verwüsterschoner. Ja, aber ich mag das, dass uns das heilt bei kritischen Treffern bei unseren Dingern. Aber schon, wir haben jetzt bessere Rüstung wieder, die können wir uns mal anlegen. Unheilvolle Handschuhe. Ja, nö. Also Sense sind wir gerade ganz gut bedient mit. Also die, obwohl bei dir ist Clown. Die sind ja mega schwach, Alter. Ah, 888 Schaden pro Sekunde ist ganz schön viel. Verzauberte Sense, ey. Hier, die war so. Ja, nee. Behalten wir erstmal bei dir als Clown, ne? Und hier müssen wir mal überlegen. Ja, nee. Hier, nee. Da können wir gerade leider nicht wechseln. Aber wir müssen nochmal was wegfuttern hier. Und zwar. Weiß nicht, die Skelettaxt des Zerfleischens, die brutalen Handschuhe. Ich weiß nicht, müssen wir mal gucken hier, verbessern. Die besessene Glefe nicht. Die brutalen Handschuhe, ja. Die unheilvolle Glefe des Frosts kann auch weg. Die Handschuhe, die, ja, Müll. Faustschild des Blitzes kann auch weg, was sollen wir damit? So, und dann sind wir. Oh, Chance auf kritischen Schaden 24%. Frostschaden 46 oder Gesundheit pro Kill. Ja, das ist ja nix, ne? Das ist ja alles Kacke. Aber oh, nehmen wir Chance auf kritischen Schaden ein Stück höher. So, hier müssen wir jetzt mal gucken. Was haben wir denn da neu? Schulterstück, Müll. Das tragen wir gerade. Ach so. Ne, Schulterstück sind wir ganz gut betucht. Verwüsterharnisch auch, aber hier die. Was tragen wir denn da gerade hier? So ein 56er Ding. Da haben wir aber schon einiges Besseres. Was macht das denn? 16% kritischer Schaden. Ja gut, aber dann nehmen wir doch lieber die Verwüsterschoner, die haben mehr Defense. Sehen auch geil aus, Alter. Krass. So, dann neue Stiefelchen. Da tragen wir momentan diese Lümmel hier mit Verteidigung 52 und Geld irgendwie 13%. Verteidigung 68 können wir uns ja mal merken. Oh, Verteidigung 85. Aber nicht so viel Erfahrung, ne? Die Mördereisenschuhe der Gesundheit. Gesundheitsregeneration 49, die ziehen wir uns mal an. Ob wir uns dann automatisch heilen? Oh, sehen auch nicht scheiße aus. Wie sehen die aus? Ja, macht sich jetzt nicht so viel Unterschied, ne? So. Und Talisman haben wir gerade gewechselt auf den Lümmel, ne? Verteidigung 80, Chance auf kritischen Schaden 13%. Ja, ne, den haben wir schon länger an, aber das ist okay. Dann gehen wir jetzt einmal hier durch und schauen uns mal an, was wir jetzt für einen Raum freigespielt haben in diesem epischen Kampf. Drei dicke Fettsäcke nach der. Wow! Nachdem wir schon eine ganze Menge geschafft hatten auch. Das fährt gleich hoch, oder was? Oder fährt er gleich was runter? Muss ich gleich flüchten? Och nö. Ich muss gleich flüchten, ne? Das fährt jetzt hoch. Ja, ich hab das nicht geahnt, nee. Doch, ich hab's geahnt. Und los, Toad. Los, los, los. Ich sollte weitermachen. Ja, das solltest du wohl. Mein Freund. Hoch mit dir, Junge, hoch! Oh, Scheiße, doch! Hier müssen wir außen rum. Und runter! Und zacke die Backe die. Und nein! Oh, Scheibenkleister, da müssen wir nochmal machen. Können wir das jetzt ohne die Cutscene bitte haben? Ja, ich hab's gecheckt, Alter. Ist ja okay. Ich beeile mich ja auch. Sollte weitergehen. So, zacke die Baggedy. Zacke die Baggedy, zacke die Baggedy.
jetzt Hagedi-Buggedi. So, dann hier. Nein, ich will... Gleich nochmal. Wir schaffen das. Nicht so leicht allerdings. Aber wir packen das, Alter. Wir packen das. Ja, komm, komm, komm. Nein, du Tod, was machst du denn da? Das war doch totaler Quatsch, du. Oh Mann, oh Mann. Naja, jetzt sehen wir immerhin wenigstens jedes Mal diese hervorragende Cutscene. Das muss er, das, also das, vielleicht darf ich mich einfach nicht so stressen lassen. So, so, zappeli zupp, zapp, zupp, und jetzt auch darüber und jumpern. Dann müssen wir runter, rüber, dann müssen wir hier hoch, wieder rüber. Dann müssen wir hoch, hochgrappeln, so, und einmal rüber, und nochmal rüber, und rüber, und uns hier festhalten. So, ein Stück hoch, zack, guck mal, jetzt müssen wir nach links, und dann haben wir es schon geschafft. Easy mit peasy. Eigentlich echt nicht so stressig. Ich hoffe, da war jetzt kein Secret, ne, da war aber auch keine Zeit für ein Secret, ne? Aber was auch immer das war, ist schon okay. So, Hebel, mach mal die Tür auf, bitte. Warum auch immer die zu ist. Ist ja auch erstmal nicht so wichtig. Ne, Mythenstein hinter uns? Ne, ich höre keinen. Seit ich weiß, dass man die hören kann, ist ja ein bisschen bequemer geworden. Oh, eine Cutscene. Oh. Komm jetzt die... Ne, nicht Pirscher. Ich hasse Pirscher. Pirscher sind doch scheiße, sind die doch. Ich heile mich doch nur ein bisschen an euch. So, mein Freund, jetzt kriegst du einen auf den Dötz. Aua. Au, 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 au. Und Execution, mein Freund. Ja, wenn ich sauer werde, werde ich auch zum richtigen Reaper. So, nächster bitte. Das kann ja noch nicht alles gewesen sein hier, oder? Soll die mich verkackeiern? Das war alles? Dann will ich mir jetzt erstmal die Truhe da drüben holen. Da ist so irgendwas Special-artiges drin, ne? Die nehmen wir mal mit. Sieht ja, also entweder ist das eine heftige Ausrüstung oder die Verlieskarte. Wow, die Verlieskarte. Sind wir nicht am Ende des Verlieses? Ich weiß es ja nicht, ich weiß es ja wirklich nicht. Ist nur so ein Gefühl. Oh nein, zwei Pirscher. Oder zwei Abominations. Was macht er denn da jetzt? Warum habt ihr denn was? Macht ihr Kontaktdamage? Ihr seid doch scheiße, seid ihr doch. I, hast du mich angekotzt? Hier wirst du erstmal exekutiert. Ah, ich weiß noch, bei Darksiders 1 konnte man die so mit einem Klingenwurf so aber das geht ja jetzt gar nicht mehr. Kann ich dich jetzt nicht auch exekutieren? Ich dachte, ich hätte das B gesehen. Dachte ich wirklich. Ach nö, jetzt müssen wir alles nochmal machen. Die Pirscher jetzt aber nicht nochmal, oder? Den Pirscher, das war nur einer. Da habe ich jetzt ja nicht so Bock drauf. Pirscher, Kackgegner. Den mag ich nicht.
nö. Ist doch doof, ist das doch. Na gut, dann machen wir mal schnell. Bierschalter kaputt hier, ist auch nicht so schlimm. Aua. Mann, jetzt roll doch mal zur Seite tot. Was ist denn los mit dir? Okay, so. Auf jetzt. Karte habe ich schon. So, hier. Gib mir mal die zwei Abominations hier. Aua. So, weich doch mal aus, Toad. Was machst du denn? Das war doch richtig schlecht, ey. In der nächsten Folge sehen wir uns da wieder. Bis dann. Tschüss.